Wie hießen Maria und Josef mit Nachnamen? Josef und Maria von Christus. Aha. Und wie war dann der Nachname von Jesus? Jesus Nazareth Christus. Und Vorsicht, hier kommt die nächste Fangfrage. Sind das in jedem Land 4 Kerzen? Ich denke, das regelt jedes Land für sich. Halt. Bei uns hat man halt gesagt 4, mehr passen nicht rauf. Da sieht es überfüllt aus. Und die anderen sagen halt auch, Amerika macht es bestimmt mehr, weil die sind ja immer so, müssen ja immer so übertreiben mit allem. Ja, ja, die Amerikaner. Wie viele Kerzen sind denn dort auf dem Adventskranz? Rein logisch würde ich sagen, 42, wegen der 42 Sterne. Ich würde so entscheiden, wenn ich das entscheiden könnte. Und Michaela, in welcher Stadt, glaubst du, liegt vor der Semperoper Schnee? Wenn dort Schnee liegt, dann muss das ja auch wieder so dicht an den Alpen sein. Und die sind ja hier. Also gehe ich mal von aus, Semperoper sehr gehoben an. Und da gehe ich mal schon aus, dass es in Bayern liegt. Also hier irgendwo. Das wäre jetzt Baden-Württemberg. Egal. Bei Feiertagen kommen unsere Nachhilfeschüler gerne durcheinander. Daher etwas Leichtes. Was feiert man an Ostern? Ostern? Der Osterhase ist geboren. Der würde ich mal sagen. Achtung, Scherzfrage. Was wird am 6. Oktober gefeiert? 6. Oktober. Ja, wahrscheinlich irgendwie die heiligen drei Könige. Balthasar, Bartholomäus und der dritte im Bunde fällt mir jetzt nicht ein. Ich tippe vielleicht auch Nazareth. Vielleicht wurde deshalb Jesus so benannt. Ja. Beim Krippenspiel erzählt uns Michaela ihre Version der Weihnachtsgeschichte. Die heiligen drei Könige, denke ich, kamen so vom Himmel. Sie gab es wahrscheinlich auch gar nicht so richtig. Oder sie haben gesagt, sie kommen aus dem Himmel. Natürlich waren es einfach nur drei irgendwelche Leute, die damit Geld verdient haben. Die einfach gesagt haben, wir können jetzt Gutes tun. So wie heute Heilsager oder wie die heißen. Ich weiß jetzt nicht, welche Geschenke die ihm gebracht haben. Hat der Geschenke bekommen, der Jesus? Ich kann mir gar nicht vorstellen, der hatte doch gar nichts am Kreuz. Nee, ich könnte mir jetzt nur vorstellen, was schenkt man einem Neugeborenen? Wahrscheinlich hier so ein kleines Kätzchen. Dann ist ja die Welt untergegangen, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, als irgendwas passiert ist und dann wurde die Arche gebaut und dann wurde von jedem, von jeder Tierart mussten 2 auf so ein Schiff. Ja, also wahrscheinlich hier durch und auf so ein Schiff und dann ist die Welt untergegangen und ja, der Josef war auf dem Schiff, glaube ich. Der Josef. Da war doch einer auf dem Schiff. Gott, ey, ist das peinlich. So ein Mann, ich glaube Gott. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Noah, Arche Noah hieß der. Ein Schiff hieß Arche und er hieß Noah, also Arche Noah. Und das ist eigentlich so die Geschichte im Großen und Ganzen, würde ich jetzt sagen. Erstaunlich. Doch Silvester ist ja auch bald. Welches Kultfernsehspiel wird da jedes Jahr gezeigt? Was wird denn da mal gesendet? Zu Silvester? Da wird doch nichts gesendet. Ach, ja, Mr. Bean, die Folge mit dem Truthahn.